Verlags unsere neue Chororgel einweihen dürfen. Wir weihen sie dem Täufer Johannes. Und für viele ergeben sich Fragezeichen. Warum ausgerechnet Johannes der Täufer? Vielen ist nicht bewusst, dass er der alte und eigentliche Patron der Kirchenmusik ist. Die heilige Cäcilia, der wir natürlich nichts nehmen und absprechen wollen, kam durch einen Lesefehler in die Quellen zu diesem Patronat. Älter ist Johannes der Täufer. Und doch lese ich auf der Homepage eines nicht ganz unbedeutenden deutschen Bistums Folgendes: Johannes der Täufer ist Patron der Lämmer, Schafe, Haustiere, Hirten, Färber, Gerber, Kirschner, Schneider, Sattler, Bauern, Winzer, Gastwirte, Fassbinder, Musiker, Sänger, Tänzer, Kinobesitzer, Architekten, Steinmetze, Maurer, Zimmerleute, Kaminkehrer, Schmiede, der Weinstöcke, der Abstinenten, gegen Epilepsie, Kopfweh, Schwindel, Kinderkrankheiten, Heiserkeit, Angst und Haken. Er ist weiterhin der Patron von Malta, Burgund, Florenz, Amiens und der Provence sowie der Karmeliter und der Johanniter. Warum also einen so überbeschäftigten Heiligen, wie es tönt in dieser Beschreibung, auch noch mit einem Patronat für einen Vorort belasten? Es hängt mit dem Evangelium zusammen. Natürlich ist es im Evangelium nicht bekannt und auch hinterher keine Legende, dass Johannes der Täufer sich durch besondere Gesangskünste hervorgetan hätte oder gar in der Orgel gestanden hätte, wie es damals noch nicht war. Und doch sind mit seiner Geburt Dinge verbunden, die mit der Stimme und dem Lob Gottes zu tun haben. Als seine Geburt angekündigt wird im Tempel, während sein Vater Zacharias das Rauchopfer darbringt und der Engel vor ihm steht, zweifelt dieser und deshalb verstummt er. Er kann seine Stimme zum Lob Gottes erst wieder gebrauchen, als er den Willen Gottes erfüllt und dem Knaben nicht den eigenen Namen Zacharias gibt, sondern, wie es seine Mutter wünscht und wie es der Engel verkündet hat, Johannes. Gott ist gnädig. Dann wird menschliche Stimme zum Lob Gottes erweckt, wenn sie mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung. Und es ist wieder eine Stimme, auch wenn man sie nicht hören kann, eine Bewegung, als Johannes noch im Mutterleib den Gruß Marias hört, macht er sich im Leib seiner Mutter Elisabeth bemerkbar, um seinen Herrn und Schöpfer zu grüßen, der ebenfalls im Mutterleib verborgen ist. Dieses verborgene, geradezu versteckte Lob Gottes ist es, dass Johannes der Täufer prädestiniert zu einem Patronat der Kirchenmusik. Denn auch sie sollen dem Willen Gottes entsprechen. Sie sollen, wie wir das eben gebetet haben, mit den Chören der Engel und den Heiligen in Einklang. Und seit alters her ist die Orgel ein solches Instrument. Deshalb hat sie eine so bevorzugte Stellung im Kirchenraum, die beides übernimmt. Sozusagen eine Nachahmung des Menschen, weil ihm ihr Atem ist. Sie atmet wie ein lebendiges Wesen. Und diesen Atem soll sie nur gebrauchen zum Lob Gottes. Die Verschiedenheit ihrer Stimmen und Stimmungen, sie sollen zur Harmonie führen, zum Zusammenklang. Das ist manchmal, und die Orgelbauer wissen das besser, genauso schwierig, wie wenn man im Chor hier zusammen singt. Verschiedene Menschen, verschiedene Stimmen zu einem Zusammenklang zu bringen, ist nicht immer einfach. Das hängt von vielen Dingen ab, manchmal sogar von der Witterung, und das ist bei einer Orgel genauso. Es ist schön, dass der Erbauer der Orgel gereist, mit seiner Gemeinde nächste von Biberach angereist ist, um hier zu sein. Und es ist auch schön, dass ein anderer Orgelbauer, Herr Ruhe, da ist, der sehr viel geholfen hat, unserem Kantor, der mit viel Einsatz hier gearbeitet hat, dass wir dieses überhaupt haben können und in Zukunft hoffentlich lange nutzen können. Ebenso wie Rolf Görst mit seiner Frau immer selbstlos im Einsatz daran beteiligt war, dass dieses Instrument jetzt hier steht. Und am Fuß, wir werden sie heute einmal noch einmal verschonen, aber das entflammt keiner. Eine solche Orgel will uns helfen,
mir selber verloren. Genau in dem Sinn, wie Paulus es an die Gemeinde von Kolosse schrieb. Im ganzen Reichtum soll das Wort Gottes bei uns wohnen und deshalb sollen wir anfangen zu singen, Psalmen, Hymnen und Lieder. Und wir sollen sie singen in Übereinstimmung mit der Eingabe des Geistes, denn wir sind in Gottes Gnade. Wie es der Name Johannes sagt, Gott ist gnädig. Und alles, was wir tun, hier zum Lob Gottes, soll im Namen Jesu Christi des Herrn geschehen, durch den wir Gott immer danken. Lasset uns beten. Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens dienen. Deshalb lassen wir Musik und Instrumente zu deinem Lob erklingen. Du hast deinem Diener Mose den Auftrag gegeben, Posaunen anzufertigen, damit sie bei der Feier des Opfers erschallen. Mit Flöten und Harfenklang hat das auserwählte Volk dir seine Loblieder gesungen. Dein Sohn ist Mensch geworden und hat jenen Lobgesang auf diese Erde gebracht, der in den himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Der Apostel mahnt uns, die aus vollem Herzen zu singen und zu jubeln. In dieser festlichen Stunde bitten wir dich, segne diese Orgel, damit sie zu deiner Ehre ertöne und unsere Herzen emporhebe zu dir. Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Freundlichkeit verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und Heiligen den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.